Ein spektakulärer Unfall hat sich am Donnerstagvormittag in Pforzheim ereignet. Dabei wurden zwei Personen verletzt. Laut Polizei war ein 63-Jähriger mit seinem Toyota von der A8 kommend auf der Hohenecker Allee in Richtung Stadt unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in die Locheckerstraße geriet er gegen einen Bordstein, überfuhr eine Verkehrsinsel und kollidierte dort mit einer Ampel. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer und seine 68-jährige Beifahrerin erlitten beim Unfall Verletzungen und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Locheckerstraße war während der Unfallaufnahme gesperrt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Die technischen Dienste der Stadt kümmern sich um die Ampelanlage.